Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute hier fürs Queer Lexikon. Mein Name ist Sebastian, ich bin 27 Jahre alt und seit 2013 lebe ich mit dem HIV-Virus. Das bedeutet, ich bin HIV-positiv. Ihr konntet an Queer Lexikon eure Fragen an mich schreiben, die ich jetzt euch heute in dem Q&A-Video beantworte, rund ums Thema HIV/AIDS und Leben mit HIV. Ja, ich habe die Fragen in ein paar Kategorien eingeteilt, in ein paar Obergruppen sozusagen. Und ja, ich würde die Fragen einfach so Stück für Stück durchgehen, vorlesen, was ihr mich gefragt habt und euch natürlich dann beantworten. Vielleicht zum Anfang ganz gut, wenn ich nochmal, auch wenn die meisten von euch das wahrscheinlich wissen, nochmal kurz den Unterschied zwischen HIV und AIDS erkläre. Das ist ja nicht das gleiche, wie viele noch denken. HIV ist das Human Immunodeficiency Virus, also das Virus. Und AIDS ist das erworbene Immunschwächesyndrom. Das heißt HIV das Virus. Und AIDS ist eine Kombination aus verschiedenen Symptomen, die entstehen, wenn der Virus nicht entdeckt und nicht behandelt wird und das Immunsystem dadurch immer weiter runterfährt. Und wenn das Immunsystem dann sehr, sehr weit unten ist, dann ist eben die Möglichkeit, dass der Körper von opportunistischen Infektionen befallen wird, beispielsweise dann Erreger, die eine Lungenentzündung verursachen. Wenn der HIV-Virus aber rechtzeitig entdeckt wird, dann kommt es eben nicht zu AIDS, sondern dann kann man behandelt werden und dann lebt man zwar HIV-positiv, aber ja, AIDS kann nicht ausbrechen. Das ist so eine gute Grundlage, mit der wir mal anfangen können. Und ja, ich würde mal bei den Fragen starten, die mich persönlich betreffen, die zu meiner Geschichte gestellt wurden. Wie hast du herausgefunden, dass du HIV-positiv bist? Es war im Jahr 2013, da bin ich im November zur Wiener AIDS-Hilfe gegangen, damals habe ich noch in Wien gelebt und habe einen HIV-Test machen lassen. Mir ging es den Sommer über nicht so gut. Ich hatte grippeähnliche Symptome, ich wusste nicht, was los ist, ich wurde immer schwächer, war bei vielen Ärzten und eigentlich wurde dann alles ausgeschlossen. Letztendlich ist für mich dann irgendwie nur geblieben so, oh Gott, ich sollte meinen HIV-Test machen lassen, sicherheitshalber. Ich dachte damals, es kann nicht sein. Hab den Test aber dann doch machen lassen. Irgendwie habe ich es auch gespürt, dass da vielleicht ein positives Ergebnis rauskommen könnte. Und ja, so war es dann letztendlich auch. Wenn ich mich in die Situation zurückversetze, meine Frage oder die Frage, die dann noch kam zu dem Thema, was war dein erster Gedanke, nachdem du erfahren hast, dass du positiv bist? Mein erster Gedanke damals war ganz ehrlich gesagt, scheiße, jetzt ist vorbei, jetzt ist alles durch. Ich hatte damals keine Ahnung über HIV, ich wusste nichts, war uninformiert und dachte einfach nur, okay, jetzt ist mein Leben quasi vorbei. Im Nachhinein weiß ich natürlich, dass das totaler Blödsinn war. Damals war mir das nicht bewusst, aber ja, jetzt weiß ich es zum Glück. Deswegen ist mir diese Aufklärungsarbeit auch ganz, ganz wichtig. Falls sich jemand mit HIV infizieren sollte, soll er ruhig wissen, dass das Leben weitergeht. Klar, es ist nicht einfach und klar, es ist eine große Herausforderung in vielen Dingen, einfach vor allem selber damit umzugehen, aber es ist machbar und man kann ein wunderbares Leben damit führen. Nächste Frage ist, wie schnell ich nach der Diagnose damit klargekommen bin. Also es hat schon ein Weilchen gebraucht. Ich habe mich dann, nachdem ich die Diagnose bekommen habe, meinen besten Freunden anvertraut, am gleichen Tag noch und das war das Beste, was ich habe machen können. Drüber zu reden, hat unglaublich gut getan, die haben mir sehr geholfen, meine engsten Freunde und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Und ja, dadurch habe ich es eigentlich recht schnell geschafft, das für mich zu verarbeiten und damit klarzukommen. Ich habe mir sehr wohl am Anfang überlegt, wem erzähle ich es, wem nicht, bin nicht so offen damit umgegangen wie jetzt, sondern im Gegenteil, ich habe es wirklich nur meinen engsten Freunden erzählt und Teilen meiner Familie. Ganz einfach aus dem Grund, bei der Familie, ich wollte nicht, dass sich jemand Sorgen macht und teilweise auch unbegründete Sorgen macht. Und andererseits habe ich mich auch sehr dafür geschämt damals. Es war mir sehr, sehr unangenehm, weil man ist natürlich mit vielen Vorurteilen konfrontiert. Zu denen komme ich später auch noch in diesem Video. Und da war ich einfach noch nicht stark genug, darüber zu stehen und dem was entgegenzuhalten. Und lieber habe ich mich halt dann versteckt. Ja, von daher, es hat schon ein bisschen gebraucht. Ich sag mal, nach der Diagnose, bis ich das für mich verarbeitet habe, hat schon ein halbes Jahr gedauert, bis ich mal, wirklich für mich auch verarbeitet habe, dass ich jetzt damit leben muss und das Beste draus machen muss. Wie waren die Reaktionen deiner Freunde und Familie? Zum Glück sehr, sehr gut. Also ich habe durchweg glücklicherweise nur positive Reaktionen bekommen von Freunden und Familie. Jeder hat mich unterstützt, jeder hat mit mir geredet. Natürlich haben sich viele, viele von meinen Freunden und aus der Familie Sorgen gemacht.
kann ich auch verstehen. Aber umso mehr sich die Menschen informiert haben, umso geringer wurden also auch die Sorgen. Also letztendlich umso höher die Information war zum Thema, umso mehr sie wussten über HIV und über das Leben mit HIV, desto weniger Sorgen haben sie sich gemacht, weil sie wussten, okay, es geht mir gut und ich kann ein wunderbares, normales Leben führen. Weiß es jeder von deinen Freunden und Familie oder behältst du es für dich? Ja, mittlerweile weiß es jeder, sonst würde ich auch so ein Video wie jetzt gerade für euch nicht machen. Mittlerweile gehe ich sehr, sehr offen damit um, engagiere mich ehrenamtlich, versuche wirklich viel dazu zu tun, die Menschen aufzuklären über HIV und AIDS, wie der Alltag ausschaut, dass eben auch keine Ansteckungsgefahr von Menschen, die positiv sind, besteht, wenn sie unter Therapie sind, dass da nichts passieren kann. Einfach so ein paar Vorurteile abzubauen. Und das könnte ich nicht, wenn ich mich da im Privatleben noch verstecken würde. Von daher, ich gehe sehr, sehr offen damit um. Mittlerweile weiß es jeder. Ich gehe auch an die Öffentlichkeit. Ich habe jetzt beispielsweise 2019 mehrere Interviews geführt und war in den Medien ein bisschen präsenter mit der Thematik. Einfach, um das mal aufzugreifen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass hier immer mehr Informationen nach außen kommen und dieses Thema nicht mehr so totgeschwiegen wird bei uns. Das ist eine kleine Einschätzung von mir. Ich habe immer das Gefühl, wir wissen zwar, auch in Deutschland, wir wissen, okay, es gibt HIV, es gibt AIDS, aber viele Menschen denken immer, okay, das ist aber was, was bei uns nicht vorkommt, sondern das ist vielleicht in Afrika oder so und bei uns nicht. Und mir ist es wichtig, eben in die Gesellschaft zu bringen, dass auch die HIV-Thematik bei uns sehr präsent ist, auch infizierte Menschen in deutschsprachigen Ländern leben und auch hier diskriminiert und ausgegrenzt werden und dass wir da was dagegen tun. Dann eine weitere Frage: Wie sehr muss man darauf achten, ob man sich mit irgendwas anstecken kann wegen dem geschwächten Immunsystem? Ich versuche es kurz zu machen und nicht gerade wissenschaftlich, sondern ich sage einfach mal, man muss gar nicht darauf achten. Wenn man seine Medikamente nimmt, dann ist das Immunsystem nicht mehr geschwächt, sondern sehr stabil und auf einem guten normalen Level. Und dann muss man sich absolut keine Sorgen machen, irgendwas zu infizieren oder an irgendwelche Erkrankungen denken, sondern dann geht es einem wie einem, sagen wir in Anführungsstrichen, klassischen, gesunden Menschen eben auch. Man hat so, ja, die ganz normalen Thematiken, aber man muss auf nichts Besonderes achten und jetzt auch, ja, genau. Ja, zu meinem Alltag mit HIV und dem Leben damit. Die Frage, ob es mir unangenehm ist, gerade darüber zu sprechen, nee, absolut nicht. Es ist ungewohnt noch so zu sprechen, im Sinne von, ich spreche gerade in die Kamera, damit du dieses Video anschauen kannst und du sitzt mir nicht persönlich gegenüber, das ist ungewohnt, aber so über das Thema zu sprechen ist mir auch überhaupt nicht unangenehm. Das mag ich sehr, sehr gerne, weil ich es als sehr, sehr wichtig empfinde, darüber zu reden. War aber auch nicht immer so. Am Anfang bin ich nicht so offen damit umgegangen, konnte auch nicht so offen darüber reden. Da ist mir HIV und AIDS kaum über die Lippen gegangen im ersten Monat und in den ersten Jahren teilweise auch noch sehr, sehr schwer, aber mittlerweile ist es für mich kein Problem mehr. Wie offen gehst du damit um, wenn du potenzielle Partner kennenlernst? Ja, das ist für mich jetzt nicht so relevant. Ich bin seit 5 Jahren in einer festen Beziehung und ich war positiv, bevor ich meinen Freund kennengelernt habe. Das heißt, ich habe es ihm dann natürlich, wie wir uns kennengelernt haben, auch recht schnell erzählt, weil das für mich trotzdem wichtig ist, weil es einfach was mit mir zu tun hat und für mich einfach ein relevantes Thema war, damit offen umzugehen. Und ja, mittlerweile, also es war dann für ihn am Anfang natürlich auch mal schon eine Überraschung, sage ich mal, auch ein kleiner Schock. Ist ja logisch, wenn man sich damit noch nicht konfrontiert hatte bisher. Mittlerweile oder recht schnell war es dann kein Thema mehr. Es ist auch kein Thema mehr im Alltag. Also ich rede drüber, wenn ich sowas mache, wie jetzt gerade ein Video mache, dann redet man über das Thema auch nochmal. So ist das einfach auch nicht mehr präsent. Daher Dating und so weiter und ist für mich dann eben kein Thema, weil ich, wie gesagt, in einer Beziehung bin. Genau, da käme nämlich auch die Frage, wie ist das Dating mit HIV? Als kleinen Tipp vielleicht, wenn du HIV-positiv bist und nicht in einer Beziehung bist, geh ganz offen damit um. Wenn du unter Therapie bist, ist es ja kein Problem, dann kannst du keinen anstecken. Dazu komme ich dann später auch nochmal. Geh ruhig offen damit um, wenn du jemanden kennenlernst. Es ist ganz, ganz wichtig, das nicht zu verheimlichen, sondern wirklich mit offenen Karten zu spielen. Wenn du Ablehnung erfährst dadurch, dann ist es diese Person auch nicht wert. Und im Normalfall erfährst du dadurch keine Ablehnung, sondern im Gegenteil eher Anerkennung und eher, ja,
Zuspruch, dass du dazu stehst und dass du damit so offen umgehst. Die Frage, wie das auf längeren Reisen so läuft. Ich glaube, da ist es gemeint mit den Medikamenten. Kurz zur Medikation. Bei mir ist es so, ich nehme ein Medikament, da muss ich täglich eine kleine Tablette nehmen. Die habe ich jetzt nicht da, sonst hätte ich sie euch gezeigt. Aber da muss ich eine am Tag nehmen. Und das mache ich meistens nachmittags. Auf Reisen ist es so, da habe ich die natürlich immer dabei. Ich habe von meinem Arzt einen Zettel, da steht drin, dass ich Medikamente mit mir führe. Den habe ich in Deutsch und in Englisch, logischerweise. Und ja, steht aber nicht genau drauf, was für Medikamente das sind, sondern nur, dass ich sie mit mir führe und dass ich sie täglich nehmen muss. Es gibt ja Länder, in die man als HIV-positiver Mensch offiziell nicht einreisen darf. Ich war letztes Jahr in Ländern wie Singapur und Australien, wo die HIV-Thematik immer noch so ein bisschen kritisch ist. Habe diesen Zettel bei mir gehabt und ja, da stand aber auch nicht drauf, dass es HIV-Medikamente sind. Von daher, absolut kein Thema eigentlich. Man kann überall hinreisen, im Normalfall damit in, sag ich mal, die gängigeren Länder und muss sich absolut keine Gedanken machen. Wenn du dich mit HIV angesteckt hättest, würdest du die Zeit zurückdrehen und es anders machen? Oder würdest du mit dem einen richtigen Menschen im Leben an deiner Seite auch eine Infektion riskieren? Okay, das ist eine ganz spannende Frage oder eher zwei Fragen. Der erste Teil, nein, ich würde die Zeit nicht zurückdrehen. Ich bin, auch wenn das vielleicht komisch klingt, dankbar dafür, dass es jetzt so ist, wie es ist. Weil ohne die Infektion wäre mein Leben nicht so verlaufen, wie es verlaufen ist die letzten Jahre. Und da bin ich sehr froh drum, wie mein Leben verlaufen ist, dass ich jetzt sowas machen kann, dass ich euch dieses Video aufnehmen kann und gegen die Diskriminierung kämpfe und einfach Informationen verbreiten kann. Das könnte ich sonst oder würde ich sonst wahrscheinlich nicht machen. Andererseits hat die Infektion dann dazu geführt, dass ich selber mich mit meinem Leben, mit meiner Gesundheit viel bewusster auseinandergesetzt habe und einiges verändert habe. Und ich weiß nicht, ob ich das ohne die HIV-Infektion so schnell gemacht hätte. Von daher kann ich sagen, nee, ich würde die Zeit nicht zurückdrehen. Es ist alles gut so, wie es ist. Klar, natürlich wäre ich froh, wenn man es heilen könnte. Aber das ist aktuell nicht möglich. Wer weiß, wie es in Zukunft sein wird. Von daher, ich würde die Zeit jetzt nicht zurückdrehen, weil ich mein Leben, so wie es jetzt ist, sehr, sehr gerne habe. Ich bin sehr glücklich und zufrieden damit, mit meinem Leben. Ob ich mit dem richtigen Menschen im Leben an meiner Seite auch eine Infektion riskieren würde? Wenn ich die Frage richtig verstehe... Nee. Die Frage verstehe ich nicht so ganz, das tut mir jetzt sehr leid. Vielleicht zu kurz, was ich daraus lese, ob man da, wenn man jetzt irgendwie einen Partner hat, der HIV-positiv ist und man selber ist negativ, ob man das riskieren kann, wenn die Beziehung passt. Riskieren sollte man natürlich gar nichts. Aber ganz, ganz wichtig, wenn man HIV-positiv ist, dann ist man eigentlich immer in Behandlung, in medizinischer Behandlung und nimmt seine Medikamente. Und wenn man die Medikamente nimmt, dann kann man andere Menschen auch beim ungeschützten Geschlechtsverkehr nicht anstecken. Das ist ein Satz, den solltet ihr euch merken. Dadurch gehen sehr, sehr viele Sorgen weg und ja, ganz, ganz wichtig, das Ganze nennt sich Schutz durch Therapie und ja, ist auch diesjährige Kampagne der Deutschen AIDS-Hilfe nebenbei gesagt. Genau, von daher riskieren gar nichts. Wenn man außerhalb der Beziehung sexuelle Kontakte hat, dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, sich zu schützen. Zum Beispiel das Kondom, was jetzt für euch relevant ist. Oder auch das sogenannte PrEP, die Präexpositionsprophylaxe, ist eine Tablette. Die kann man vor einem sexuellen Kontakt zu sich nehmen. Und ist dadurch geschützt. Das ist nachgewiesen. Trotzdem sollte man nicht so leichtsinnig und leichtfertig damit umgehen. Ich würde eher zu einem Kondom raten, weil ich da nicht nur HIV im Auge habe, sondern auch die ganzen anderen Geschlechtskrankheiten, die man sich ohne Kondom natürlich holen kann. Und ich glaube nicht, dass ihr das wollt. Ist sicherlich nicht schön. Sage ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber ich glaube nicht, dass das schön ist. Von daher schon bitte immer darauf schauen oder euch schützen. Das trifft oder das beantwortet vielleicht auch die Frage, welche Vorkehrungen muss man in einer Beziehung treffen? Und dann auch noch, wie findet man einen Partner, wenn man HIV hat? Einen Partner kannst du mit HIV genauso finden wie ohne HIV. Wie gesagt, es ist wichtig, damit offen umzugehen. Und wenn es der richtige Mensch ist, dann akzeptiert er das und unterstützt dich dabei. Und dann ist es kein Thema. Vorkehrungen muss man keine treffen. Wenn man unter Therapie ist, dann kann man ungeschützten Geschlechtsverkehr in der Beziehung haben. Ich sage jetzt mal, wenn es eine monogame Beziehung ist, sollte da bezüglich Geschlechtskrankheiten, wenn der andere getestet ist, auch nichts passieren.
Aber in Bezug auf HIV muss man sich da keine Sorgen machen, wenn man eben therapiert ist. Zur Therapie noch mal kurz, wenn wir schon dabei sind, gehe ich mal auf den Blog. Kosten dich die Medikamente was oder übernimmt die Krankenkasse einen Teil der Kosten? Die Krankenkasse übernimmt die kompletten Kosten. Die sind recht teuer für die Monatsration. Das könnte ich oder kann man sich selber eigentlich gar nicht leisten. Da haben wir das Glück bei uns, dass das die Krankenkasse in Deutschland übernimmt. Und ja, genau, die Medikamente kosten mich nichts. Ich zahle halt die Rezeptgebühr, wenn ich ein Rezept einlöse, wie bei allem anderen auch. Aber das war es dann auch schon. Wie viele verschiedene Medikamente nimmst du? Ich habe auch schon gesagt, eine Tablette am Tag. Das ist ein Medikament. Das ist eine Wirkstoffkombination in diesem einen Medikament. Hast du Nebenwirkungen von den Medikamenten? Nee, mittlerweile nicht mehr. Also ich hatte früher, kurz nach der Diagnose, waren meine ersten Medikamente ein bisschen andere. Da waren es noch 3 Tabletten und es waren damals so die Klassiker. Da hatte ich schon Nebenwirkungen oder hatte auf jeden Fall Probleme, Verdauungsstörungen und das Ganze, was man eigentlich so als klassische Nebenwirkungen kennt. Teilweise auch, leichte psychische Probleme, aber die Frage ist natürlich, okay, ich weiß jetzt nicht genau, was kam damals wirklich als Nebenwirkungen von den Medikamenten oder was war auch durch meinen damals noch sehr, sehr exzessiven Lebensstil verursacht. Ich bin damals sehr, sehr viel feiern gegangen, habe sehr viel Alkohol getrunken und ja, dadurch kann man natürlich auch einige Probleme bekommen. Deswegen weiß ich nicht, ob das von den Medikamenten kam. Aber die HIV-Infektion hat definitiv dazu beigetragen, dass ich mein Leben überdacht habe und das auch um einiges mehr schätze als früher und dadurch auch viel, viel geändert habe. Also mittlerweile kam nämlich auch die Frage, wie ich jetzt so im Alltag lebe. Mittlerweile schaue ich auf meine Gesundheit, ich achte auf meine Ernährung, ich achte auf Bewegung und ja, ich führe ein ganz normales, naja, nicht ganz normales Leben. Normales Leben mag ich eigentlich nicht so gerne, weil das ist dieser 9-to-5-Job, ist jetzt nicht so meins. Ich führe ein sehr glückliches Leben, bin sehr zufrieden mit allem, wie ich lebe und was ich habe. Ich schaue auf meine Gesundheit, ich schaue auf alles, was ich tue und von daher, ja, geht's mir gut tatsächlich. Auch mit der Therapie. Meine Lebenserwartung, kam auch die Frage, ist ganz normal, wie bei jedem anderen Menschen. Da schränkt jetzt die HIV-Infektion auch überhaupt nicht ein. Man kann heutzutage mit HIV alt werden, das ist wunderbar, wenn man eben unter Therapie ist, weil AIDS nicht ausbrechen kann. Zur Ansteckung. Wie kann man sich infizieren? Kann man sich nur über ungeschützten Analverkehr infizieren oder auch über Oralverkehr? Kann man sich auch mit Kondom anstecken und kann man es durch beispielsweise offene Wunden bekommen? Ja, da möchte ich ganz klare Antworten drauf geben, weil das auch Themen sind, die tatsächlich bei uns auch in der Community sehr oft noch unklar sind. Erstens, im Alltag ist HIV nicht übertragbar, weder durch Küssen, noch durch Umarmungen, noch durch Speichel, da ist HIV nicht übertragbar. Am häufigsten wird HIV tatsächlich durch Vaginal- und Analverkehr übertragen, allerdings kann das nur passieren, wenn die Person, die HIV-positiv ist, nichts von ihrer Infektion weiß oder nicht in medikamentöse Therapie ist, weil wenn die medikamentöse Therapie erfolgreich ist, dann kannst du eben keinen mehr anstecken. Schützen kann man sich aber davor, weil man nie weiß, okay, vielleicht lebt jetzt jemand anders mit HIV, weiß es aber nicht. Kann man sich schützen, wie gesagt, durch Kondome, durch PrEP, durch Femidome. Ist für uns jetzt wahrscheinlich nicht so relevant in der Community. Zur Diskriminierung, da hatte ich jetzt noch gar nichts gesagt. Ja, das ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Mit welchen Vorurteilen hattest du aufgrund deines positiven Status zu kämpfen? Ich hatte schon mit recht vielen Vorurteilen zu kämpfen. Natürlich ist eins der größten, du wirst mit so vielen geschlafen haben, dass du es dir verdient hast. Also es klingt jetzt sehr hart, das habe ich schon ab und an gehört. und das Schlimme ist, ich habe früher, wie ich noch negativ war, über die positiven Menschen genauso gedacht. Ich habe mir tatsächlich gedacht, okay, da muss man schon ganz schön krachen lassen, damit man sich ansteckt. Und das ist nicht der Fall. Das war bei mir tatsächlich nicht so. Es war bei mir kurz nach einer langen Beziehung und ich hatte mit meinem Ex-Partner wieder Kontakt und irgendwie, ja, habe ich es nicht so krachen lassen. Es ist halt dadurch passiert. Von daher, dieses Vorurteil trifft auf mich schon mal nicht zu. Zweites Vorurteil, was auf mich auch nicht zutrifft, glaube ich, man sieht, wenn man HIV-positiv ist, ja mega krank aus, weil das Immunsystem so am Boden ist. Trifft auf mich auch nicht zu. Von daher beeinträchtigt mich da eigentlich auch nicht viel.
Was mich am meisten beeinträchtigt, weil diese Frage auch kam, ist tatsächlich so dieser Umgang der Gesellschaft damit. Wenn man das jemandem erzählt oder wenn Leute solche Videos sehen, sind sie meistens noch recht skeptisch und denken sich so, ob das alles so stimmt? Also das ist für mich vielleicht das Schwerste und was mir am meisten zu schaffen macht, dass viele Leute tatsächlich sehr informationsresistent sind. Und auch wenn man mit wissenschaftlich fundierten Informationen, beispielsweise Schutz durch Therapie, kommt, viele Leute es tatsächlich nicht glauben. Hast du viel Diskriminierung erlebt mit der Diagnose? Ich selber hatte das Glück, dass ich zum Glück schon wenig Diskriminierung erfahren habe. Ich habe aber Freunde und Bekannte, denen es ganz anders ging. Die hatten beim Arzt Diskriminierungserfahrungen, wurden entweder nicht behandelt oder mit ganz übertriebenen Hygienemaßnahmen, 3 Paar Handschuhen drüber und sowas. Also total absurde Sachen. Ja, zum Glück habe ich sowas noch nicht erlebt. Ist wahrscheinlich schwer in der Situation gelassen zu reagieren. Sind LGBTQ+ Menschen wirklich stärker betroffen von HIV? Ja, wenn man es in Relation setzt zum Anteil der LGBTQ+ Menschen in der Bevölkerung, sind die tatsächlich deutlich stärker betroffen als heterosexuelle Menschen. Ja, das ist Fakt. Das ist Fakt. Allerdings lassen sich bei den LGBTQ+ Menschen auch viel mehr testen mittlerweile und daher werden auch viel mehr Neuinfektionen und Infektionen festgestellt und die Neuinfektionsrate sinkt dadurch auch kontinuierlich ab, weil einfach diese, die Maßnahmen, die in der Community getroffen sind, sehr, sehr effektiv wirken jetzt die letzten Jahre und das ist was Wunderbares. Das ist eine sehr persönliche Frage noch. Was hältst du von dem Verbot, Blut zu spenden für homosexuelle Männer? Hilft es die Prävention von der Ansteckung von HIV? Ich persönlich halte von dem Blutspendeverbot für homosexuelle Männer überhaupt nichts. Man sollte einen HIV-Test machen, egal ob homosexuell oder heterosexuell. Das ist meine Meinung. Und nur weil man homosexuell ist, ein Blutspendeverbot zu bekommen, finde ich nicht richtig. Man kann eine HIV-Infektion erst nach einigen Wochen nachweisen und nicht direkt nach dem Kontakt. Aber es gibt ja ausführliche Fragebögen beim Blutspenden und die Pflicht, die wahrheitsgemäß zu beantworten. Von daher, ich halte davon nichts. Ich habe soweit eigentlich jetzt tatsächlich alles beantwortet von euch, denke ich. Hoffe ich zumindest. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne unter das Video posten ins Kommentar. Ja, aber ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben ins Leben mit HIV. Und ihr habt vielleicht ein bisschen was aus dem Video mitgenommen und was mein Wunsch ist, wenn ihr Leute erlebt, die vielleicht ein bisschen abfällig über das Thema reden oder einfach uninformiert sind, ihr seid jetzt informiert, ihr könnt es den Leuten gerne näher bringen und einfach dazu beitragen, aufzuklären in der Gesellschaft und was Gutes zu tun. Eine schöne Abschlussfrage kam noch, die möchte ich jetzt noch beantworten, also das ist so eine Frage, die schließt für mich das Video perfekt ab. Es ist, du hast einen Wunsch frei, was wünschst du dir? Ja, das ist eine schöne Frage und es ist bei mir nicht, dass ich nicht mehr HIV-positiv bin, sondern es ist bei mir, dass wir alle miteinander auf dieser Erde einfach liebevoller, herzlicher, offener, ehrlicher und schöner umgehen. Dass wir zu schätzen wissen, was wir für einen tollen Planeten haben, dass wir uns gegenseitig alle unterstützen als Menschen, dass wir Rücksicht auf die Erde und auf andere Lebewesen nehmen, dass wir uns bewusster werden, was wir eigentlich hier gerade anstellen auf der Erde. Und es manchmal tatsächlich Probleme gibt, die größer sind als wir selber, an denen wir was ändern können. Es hat jeder von uns mit Sicherheit so eine Thematik im Leben, mit der er sehr zu kämpfen hat, manche mehr, manche weniger. Aber jedes Thema und jede Leidensgeschichte, jede persönliche, trägt das Potenzial in sich, was ganz Großes draus zu machen und was draus zu erschaffen und was zu tun und nach außen zu gehen und was zu bewegen. Und somit die Welt zu einem bisschen besseren Ort zu machen. Und das ist ein Anliegen, das ich gerne an euch weitergeben möchte. Versucht die Welt ein bisschen besser zu machen, als ihr sie vorgefunden habt. Und das ist das Schöne, wenn das jeder von uns machen würde, was glaubt ihr, was ich da alles tun würde? Und ja, mein konkreter Wunsch ist, besser miteinander umgehen, mit den Tieren, mit den Lebewesen. Ich persönlich ernähre mich beispielsweise vegan. Für mich kommt es nicht in Frage, irgendwelche tierischen Produkte zu konsumieren.
Das ist ein Schritt, den ich gelernt habe durch meine HIV-Infektion, habe ich mich tatsächlich auseinandergesetzt mit dem Thema Ernährung und Gesundheit, was das für einen Einfluss hat, was wir da tagtäglich in uns reinstopfen oder wie wichtig es ist, dass wir uns als Menschen einfach bewegen und an die frische Luft gehen. Das sind so Sachen, die ich aus meiner Infektion mitnehmen durfte und dank meiner Infektion gelernt habe. Und ja, vielleicht erklärt das auch nochmal ganz gut, warum ich letztendlich eigentlich dankbar dafür bin, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und wofür ich auch sehr dankbar bin, ist, dass ihr zugeschaut habt bis jetzt, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Ich danke euch, ich freue mich, dass ich euch helfen konnte und ja, wünsche euch einfach noch einen wunderbaren Tag. Tschüss!